Hallo und Ahoi zum zweiten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Dann, herzlich willkommen zurück zu, ich weiß gar nicht, Episode 2 oder 3 von The Return to Monkey Island. Wir spielen das Point-and-Click-Adventure aus dem letzten Jahr von Ron Gilbert, die Fortsetzung zu den ersten beiden Monkey Island-Spielen, die Fortsetzung zu allen Monkey Island-Spielen, aber es schließt ganz explizit an den zweiten Teil an, nimmt aber auch zur Kenntnis, dass es die anderen drei danach noch gegeben hat. Das haben wir uns auch beim letzten Mal schon angeschaut. Es gibt ein lustiges Sammelalbum, so eine Funktion hier in dem Spiel, mit der man sich die Vorgeschichte kurz angucken kann. A few moments later. Also wir haben auf alle Fälle den Prolog gespielt. Den Prolog, da haben wir einen jungen Guybrush kennengelernt, mit einem Kumpel durch einen Themenpark gezogen ist. Und wir haben dann festgestellt, dass das gar nicht Guybrush ist, sondern Guybrushs Sohn. Spoiler-Alarm. Und sind dann aber auch noch dem richtigen Guybrush Threepwood begegnet, der uns eine Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte, wie er wieder einmal eine Begegnung hat mit dem Geisterpiraten LeChuck und wieder einmal auf der Suche nach einem Schatz ist, dem besagten Geheimnis von Monkey Island, das wir eigentlich im ersten Teil schon gesucht haben, aber gar nicht gefunden und auch nicht aufgeklärt wurde. Und auch im zweiten wurde es nicht gefunden und nicht aufgeklärt und jetzt ist der Versuch ein drittes Mal. Das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Und wir beginnen die richtige Geschichte hinter oder nach dem Prolog dann hier auf Melee Island. Weißt du noch, wo wir waren? Und das ist eine sehr schöne Funktion, weil nämlich, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat, beziehungsweise ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man ein bisschen Spiel schon hinter sich hat, dann kommen so kleine Erinnerungseinführungen jedes Mal, wenn man das Spiel lädt und man kann dann sagen, nö, ich kann mich noch erinnern, wo ich war. Oder man kann sagen, fass mir doch mal kurz zusammen, was bis hier passiert ist. Ein bisschen, aber erinnere mich noch mal. Okay, ich war nach Melee Island gekommen, um eine Expedition zu starten und das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Nun zurück zur Geschichte. Genau, wir haben noch nicht so viel gemacht und sind hier angekommen auf Melee Island beim Piratenspiel. Solltest du nicht auf dem Weg zur Scumbar sein, um mit den Piratenanführern zu sprechen? Ich wollte mich gerade auf den Weg dorthin machen. Dann machen wir das wohl. So. Von der Steuerung her habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ist es nicht so unterschiedlich zu den anderen Monkey Island Spielen, ist es immer noch ein Point-and-Click-Adventure. Wenn man es auf der Switch spielt, ist es logischerweise das nicht, weil da gibt es ja keine Maus. Man kann, glaube ich, auch den Touchscreen verwenden, wenn man es darauf spielt. Ansonsten steuert man die Spielfigur einfach mit dem Analogstick und kann dann in der Nähe der Figur die ganzen Interaktionszonen sehen. Ich glaube, hier sieht man die auch, wenn man eine bestimmte Taste drückt. Ich weiß nur nicht welche. Hier ist es nicht. Die ist es auch nicht. Das ist die Pause-Taste. Das ist es auch nicht. Doch, Tab. War mir noch so. Also es müsste Tab sein. Ah ja, genau.
Hier ist jetzt eine Interaktionszone und genauso sieht man es in der Switch-Version dann auch. Dann sind die Dinger hier so markiert und man kann die dann mit dem anderen Steuerkreuz auswählen. Das ist eigentlich ganz pfiffig gemacht, fand ich auch. Wählen Sie Gouverneurin Carla. Sie ist dem Pflichtbewusstsein verpflichtet. Wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, weiß man nicht, dass das Teil eines Rätsels ist, aber da wir das schon mal gespielt haben, wählen Sie Gouverneurin Carla. Wissen wir, dass wir es merken müssen. Pflichtbewusstsein verpflichtet. Sie ist dem Pflichtbewusstsein verpflichtet. So, hier ist ein magisches Schiff, das offensichtlich von Lichak, also das gehört Lichak und der belädt es gerade. Das haben wir in der Backstory auch schon erfahren, dass da ja, offensichtlich wieder eine Expedition ansteht und wir konkurrieren, schneller zu sein. Ich bin hier, um mit den Piratenanführern über eine neue Expedition zu sprechen. Hinten. Ich bin hier, um mit den Piratenanführern über eine neue Expedition zu sprechen. Hinten. Es ist ein Buch zum Aufbewahren von sammelbaren Quizkarten. Sieht aus, als hätte es jemand unbeaufsichtigt hier liegen lassen. Na, das geht ja nicht. Dann nehmen wir das mit. Genau, das ist auch noch eine nette Mechanik. Da hat man immer so Sammelkarten, die sind über das ganze Spiel verteilt. Und diese Sammelkarten sind immer Multiple-Choice-Fragen. Oder, ich glaube, doch, ja, alle sind Multiple-Choice-Fragen, die man einfach richtig beantworten muss. Und ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man sie alle richtig beantwortet. Aber es wäre spannend, mal rauszufinden. Man sieht, es gibt hier 10 Seiten, A10 Karten, sind 100 Karten. Und man findet, glaube ich, auch nicht bei einem Durchlauf alle Karten auf einmal. Und das sind wohl die Piratenführer. Habt ihr die Piratenanführer gesehen? Das ist ihr Tisch. Eigentlich solltet ihr lieber verschwinden. Ihr wollt hier nicht erwischt werden. Das ist unser Tisch, du Säufer. Wir sind die Piratenanführer. Zieh Leine. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Oh nein. Hat denn niemand daran gedacht, dich zu benachrichtigen? Vielleicht ist deine Party-Einladung in der Post verloren gegangen. Ich glaube, die meinen das nicht ernst. Wo sind die drei älteren Herren, die hier immer Hof gehalten haben? Wen interessiert das? Wahrscheinlich weinen sie irgendwo in einer Gasse und wünschen sich, sie wären noch relevant. Sie erfinden Prüfungen füreinander und schreiben Memoiren, die niemand lesen wird. Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Eine Expedition? Für wen hältst du dich eigentlich? Tja, das ist natürlich eine Frage. Ich bin Guybrush Threepwood. Wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. Wahrscheinlich nicht. Erlaubnis, den lästigen alten Taugenichts abzuschlachten, Captain Madison? Moment! Das war Captain Madison? Sie ist doch berühmt! Ich habe sie auf einer Sammelkarte. Ihre Plünderwerte sind unglaublich! Plünderwerte sind nicht alles. Dann waren die anderen Captain Lila und Captain Trent? Es war Lila, die gedroht hat, dich zu töten? Hör mal, so toll waren sie nicht, okay? Hör dir die Geschichte an. Soll ich ihn abschlachten? Mach dir nicht die Mühe. Er ist nur ein harmloser Stümper, der denkt, er hätte eine gute Idee für einen Piratenraubzug. Ja, was sagen wir? Es ist nicht wirklich ein Raubzug? Genau, es ist ein Raubzug. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Vielleicht sollte man nicht mit der Tür ins Haus fallen. Genau, es ist ein Raubzug. Gut, spann uns nicht auf die Folter. Was ist das Ziel? Okay. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Du verschwendest unsere Zeit. Das Geheimnis? Ich dachte nicht, dass es das überhaupt gibt. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. Deine seltsamen Fetische sind nichts, wovon ich hören muss. Okay, ich spüre ein gewisses Zögern, aber lasst mich ausreden.
Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Ein Prozentsatz ihres Verdienstes oder so? Niemand hier will deinem Hirngespinst nachjagen. Könntet ihr mir wenigstens sagen, wo ich ein Schiff finden kann? Du hast nicht mal ein Schiff? Dir steht das Wasser wirklich bis zum Hals. Und das ohne Schiff. Mit Unterstützung kann ich es ausarbeiten. Es ist eine todsichere Investition. Verdreifacht euer Geld oder ihr bekommt euer Geld zurück. Kein Interesse. Wir sind offensichtlich nicht sehr kooperativ. Wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnehmt, wird LeChuck sie ergreifen. LeChuck? Ja, auch der gefürchtete Zombie-Geisterpirat LeChuck selbst ist hinter dem Geheimnis her. Er ist hier auf Mili und bereitet sich gerade vor. Wenn das nicht beweist, dass es sich lohnt, weiß ich nicht, was ich euch noch sagen soll. Toll. Problem gelöst. Ausgezeichnet. Ihr werdet es tun. Ha, nein, natürlich nicht. Warum Geld für eine Expedition verschwenden, wenn du dich einfach einer bereits Laufenden anschließen kannst? Viel Spaß mit deinem gruseligen Geisterfreund. Tschüssi. Das kleine Problem bei dieser Idee ist, dass LeChuck und ich im Grunde genommen Todfeinde sind. Na schön. Ich brauche weder euch noch euer Geld. Ich schaffe das allein. Wenn ich kein Schiff kaufen kann, klaue ich eins. Ich bin ein Pirat. Ich werde einen Weg nach Monkey Island finden, koste es, was es wolle. Mir waren die alten Piratenanführer lieber. Ja, also das hat uns jetzt nicht richtig was gebracht, offensichtlich. So, was haben wir denn hier noch in unserem Inventar? Wir haben eine To-Do-Liste. Das ist ganz schön. Das gab es früher nicht. Jetzt kann man sehr deutlich sehen, was man noch machen muss. Und Spoiler-Alarm, die Liste erweitert sich, wenn man neue Zwischenaufgaben findet. Ist also ein richtig schönes Questlog. Was haben wir noch? Wir haben das Quizbuch. Wir haben ein bisschen Geld. Ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Und wir haben einen hochmodernen Stift. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Mit den Quizkarten muss man tatsächlich auch aufpassen. Ich habe die schon punktuell auch übersehen. Das ist nicht ganz so einfach, in jedem Bildschirm darauf zu achten, dass man die mitnimmt. Wie clever. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Crewpositionen verfügbar. Dienen Sie unter LeChuck, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Fragen Sie hier an. Du suchst einen Job? Dann komm her. Das Klemmbrett in deiner Hand sagt, dass du die Quartiermeisterin bist. Die Mannschaft sagt, dass ich die Quartiermeisterin bin. Das Klemmbrett hat keine Stimme. Du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Willst du einen Job? Mir fehlt ein Schrubbi. LeChuck ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Sogar Menschen werden meistens toleriert. Das ist ja nett von ihm. Auf jeden Fall, ich wäre gern ein Schrubbi. Schrubben ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf der ganzen Welt. Die erholsame, gedankenlose Wiederholung. Der zarte Duft von altem Seifenwasser. Die stolze Genugtuung über eine glänzende Planke. Okay, okay. Heb dir die Streicheleinheiten für die Decks auf. Die einzige Voraussetzung ist, dass du deinen eigenen Mob mitbringst. Wenn du einen Mob hast, ist der Job... Hey, warte mal. Wie ist dein Name, Seemann? Andrew LeChuck. Nicht verwandt. Was für ein Zufall. LeChuck hat mir eine schwarze Liste gegeben. Und du stehst drauf. Oha. Im Grunde bist du die schwarze Liste. Es tut mir leid, ich kann dich nicht einstellen. Du bist offensichtlich Guybrush Threepwood. Tja, das ist ein kleines Hindernis. Ich bin verwirrt.
Hast du nicht gesagt, dass du dir ein eigenes Schiff besorgen wolltest? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum sich die Mühe machen? Ich wollte ein Schiff und eine Mannschaft. Hier waren ein Schiff und eine Mannschaft. Reif für die Übernahme. Alles, was ich tun musste, war, an Bord zu gehen, auf den richtigen Moment zu warten und zuzuschlagen. Zuschlagen? Die Mannschaft meutern, das Schiff kapern. Ein Pirat sein! Nur, dass sie dich nicht einstellen wollten, weil sie wussten, wer du bist. Ja, das war ein Problem. Außerdem brauchte ich einen Mob. Ja. Also es gefällt mir durchaus, wie gerade am Anfang hier nochmal deutlich gesagt wird, was man machen muss. Das wird im Verlauf des Spiels nicht so nervig wiederholt. Aber jetzt haben wir es hier auch schriftlich in unserer To-Do-Liste. Wir wollen einer Mannschaft beitreten. Wir dürfen nicht erkannt werden. Wir brauchen einen Mob. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier liegt Zeug rum. Ich hoffe, das ist keine dieser Party-Kreuzfahrten. Man kann über meinen bösen, schrecklichen Erzfeind LeChuck sagen, was man will, aber er weiß, wie man ein Schiff belädt. Oh ja. Kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder Motorrollern. Dienstags von 3 bis 4 Uhr. Sieht aus, als würde dies eine lange Reise werden. Ich hoffe, das ist keine dieser Party-Kreuzfahrten. Oh, da ist eine Quizkarte. Wollen wir noch mal gucken, was das für eine Quizkarte ist. Welcher Kuchen ist nicht Otis Lieblingskuchen? Oh. Welcher Kuchen ist nicht Otis Lieben? Ich glaube, das ist ein Rückgriff auf den ersten Teil, wo wir ihn ja aus der Zelle holen. Und ich glaube, da ist es ein Käsekuchen von seiner Tante Ottilie, die er nicht essen will. Deswegen können wir den behalten. Von daher behaupte ich mal, es ist nicht die Käsekuchen. Ach. Da haben wir noch schon zwei. Warum hat es Wally so eilig? Er wird uns doch nicht an Madison verraten, oder? Ich glaube, er musste den Druck, der auf ihm lastete, auf eine andere Weise abbauen. Kann mich nicht erinnern, dass das bei meinem ersten Durchlauf passiert ist. Aber vielleicht habe ich es auch nicht mehr im Gedächtnis. Elaine? Guybrush! Warte, kommt jetzt der schnulzige Teil? Nur ein bisschen, aber ich kann die Umarmungen und Küsse überspringen. Elaine! Guybrush! Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Ich hatte gehofft, du würdest in meiner auftauchen. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? Es läuft großartig. Wir werden vielen Seeleuten eine Menge Limetten bringen und viele Leben retten. Ich muss mir aber etwas einfallen lassen, wie ich mit Captain Madison fertig werde. Der Druck, den sie auf die Stadt ausübt, macht es für Sozialprogramme wie das meine schwer. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Ich mag sie nicht. Sie ist diejenige, die Schließung der Werft durchgesetzt hat. Sie versteht den Wert von dem Geheimnis von Monkey Island nicht. Sie hat über mich gelacht. Über mich auch. Offensichtlich hat die Frau keinen Geschmack und einen lausigen Sinn für Humor. Du wirst nicht glauben, wie ich nach Monkey Island komme. Ich kenne dich schon lange. Versuch es. Ich habe vor, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, zu meutern und das Schiff zu übernehmen. Oh je. Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Vertrau mir, das ist der einfache Weg. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Ich auch. Du musst wahrscheinlich los. Du sagst zuerst Tschüss. Nein, du sagst zuerst Tschüss. Nein. Du sagst zuerst Tschüss. Nein, du sagst zuerst Tschüss. Nein.
Du sagst zuerst Tschüss. Wie lange man das wohl machen kann? Nein, du sagst zuerst Tschüss. Okay. Tschüss. Wiedersehen. Es ist Elaines Flugblatt darüber, wie Limetten Skorbut bekämpfen. Es ist wichtig, aber langweilig. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende geschafft. Elaine würde mich umbringen, wenn sie mich dabei erwischen würde, wie ich ihre Flugblätter abreiße. Sie haben einen Ausverkauf zum halben Preis. Wir gehen pleite? Dieser Ort ist eine Institution. Ach ja, diese Uhr ist seit Jahrzehnten kaputt. Na, wenn das nicht Frank, Fred und Finn sind. Wie geht's? Wovon sprichst du, Junge? Hoppla, tut mir leid, ich habe euch verwechselt. Auf eine gute Art und Weise, ehrlich. Bist du nicht dieser Guybrush Threepwood, der ein Pirat sein will? Und ihr seid die Piratenanführer. Ich habe nach euch gesucht. Ei, naja, wir sind nicht mehr die Piratenanführer. Ehemalige Piratenanführer, das sind wir. Ja, ich habe bereits das schräge Trio getroffen, das euren Platz eingenommen hat. Und euren Tisch. Du bist voll mit dem schräg. Leben davon gekommen, wie ich sehe. Was hast du damit gemeint, der ein Pirat sein will? Ich bin schon seit langem Pirat. Du kannst dich so nennen, aber erinnere dich an die drei Prüfungen. Ich erinnere mich an sie. Ich war stolz darauf, sie abgeschlossen zu haben. Ich erzähle manchmal immer noch davon. Ad nauseam, sagt Elaine. Das ist lateinisch für etwas. Wie dem auch sei. Ich kann mich nicht erinnern, dass uns Beweise für die Vollendung von allen dreien vorgelegt wurden. Das gehörte damals zu deinen Anweisungen. Oh nein, wirklich? Das ist wahr. Hört mal, kann das nicht noch ein bisschen warten? Ich habe im Moment eine Menge auf meiner To-Do-Liste. Ei, das spielt keine Rolle. Wir haben uns alle weiterentwickelt. Wie kommt es, dass ihr nicht mehr die Piratenanführer seid? Zeit und Demokratie, Junge. Viele unserer Unterstützer sind tot, versoffen, totgesoffen oder im Ruhestand. Wir haben einen scharfen Blick und ein gutes Urteilsvermögen. Aber wenn man uns einmal als altmodisch abgestempelt hat, ist das alles, was man sieht. Die Traditionen der drei Prüfungen sind in manchen Kreisen zu einer Art Witz geworden. Dunkle Zeiten. Ei, heutzutage wird sogar der Grog verwässert und mit Obst gemischt. Damit lässt sich nicht mal der Lack von einem Deck abziehen. Ich gehe auf eine Reise, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Das Geheimnis? Was für ein Preis! Das habe ich auch versucht, den Clowns in der Bar zu sagen. Man sagt, dass der Pirat, der das Geheimnis besitzt, niemals versenkt werden kann, dass der Wind immer seine Segel füllt. Früher hätten wir es vielleicht selbst gejagt. Aber wir haben sozusagen einen neuen Fisch an der Angel. Wir haben unser Schiff verkauft und das gesamte Geld in unser nächstes Projekt gesteckt. Erzählt mir von eurem nächsten Projekt. Was ist es? Das ist ein Fischladen. Auf der oberen Straße, wo sich früher der Gemischtwarenladen befand. Ein Ort, an dem man Fisch kaufen und Geschichten über das Fangen von Fisch erzählen kann. Morgen ist Eröffnung. Schau auf jeden Fall vorbei. Wir geben dir den Freundschaftspreis auf die unbeliebten Fische. Ihr habt gesagt, ihr habt kein Schiff. Woher bekommt ihr euren Fisch? Von seriösen Quellen. Wir geben dir einen zusätzlichen Rabatt, wenn du nicht dort darüber sprichst, wo die Leute dich hören können. Warum habt ihr diese Ecke gewählt und nicht eine, die näher an eurem Fischladen liegt? Die Frau, die über dem Laden wohnt, hält heute eine kleine Ansprache. Wir werden uns von ihr fernhalten. Vielen Dank. Okay. Alles wichtige Hinweise für den Fortgang der Geschichte. Wir sehen uns. Das ist wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Nun gut, dann gehen wir einmal zur Voodoo Lady, was? Ah, der internationale Markt für Mojo. Dieser Ort hat sich seit Jahren nicht verändert. Willkommen, Guybrush Threepwood. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe auf dich gewartet. Oho. Du meinst... Das Schicksal hat bestimmt, dass du schon vor einigen Minuten hier sein würdest.
Nur du schaffst es, selbst dann zu spät zu kommen, wenn du vom Schicksal dazu bestimmt bist. Es ist eine Gabe. Erlaubst du mir, in deinem Namen nach Wissen zu suchen? Wird es mich etwas kosten? Stolz. Freien Willen. Nicht viel. Der Weg zum Geheimnis ist wie eine Schlange, die sich selbst verschluckt. Viele Hindernisse liegen vor dir. Schlange, Hindernisse, kapiert. Du musst den Pfad beschreiten. Doch du hast ihn bereits beschritten. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn du unsicher bist, wie es weitergehen soll, schlage dieses Buch auf, um dich zu orientieren. Es kann mir meine Zukunft voraussagen? In gewisser Weise. Betrachte es als ein Buch der Hinweise. Was ist es wirklich? Ein Buch der Hinweise. Nutze es weise. Ja. Zu viel Wissen schmälert die Freude an der Reise. Toll, danke. Kostenlos. Was kocht denn da? Das Festmahl des Wissens. Oha. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Oder handelt es sich um einen dieser Ausverkäufe, bei denen man nicht wirklich das Geschäft aufgibt? In der Karibik ist eine neue dunkle Magie auf dem Vormarsch. Sie hat viele Anhänger, vor allem unter jungen Menschen. Es gibt wenig Nachfrage nach meinen Talenten oder meinen Waren. Das Geschäft läuft schlecht. Und es gibt noch andere Faktoren. Captain Madison begehrt diesen Laden. Dass er mir gehört, nützt wenig gegen ihre finanzielle und politische Macht. Moment mal. Dunkle Magie, hast du gesagt? Ja. Ich nehme an, du verkaufst keine Mobs. Ich kann dich nicht in Sachen Mobs beraten. Der wahre Meister ist der Koch in der Scumbar. Oh, gut zu wissen. Wie funktioniert dunkle Magie? Runen, Chemikalien, die Macht der Geheimnisse. Ich bin keine Expertin. Für meinen Geschmack ist es zu steril. Ich mag es lieber chaotisch und theatralisch. Mhm. Kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Sie ist immer in der Nähe, egal wie weit sie entfernt ist. Ergeben deine Antworten je einen Sinn? Es gibt keine Antworten. Nur Fragen, die beendet sind. Ich würde sagen, das ist ein Nein. Ich muss aber sagen, die deutschsprachige Stimme von der Voodoo Lady finde ich nicht so stimmig. Ich glaube, das ist auch eine ganz andere als die im dritten Teil oder im zweiten Teil. Also im englischsprachigen sowieso, aber auch in denen es eine deutsche Sprachausgabe gibt. Das weiß ich nicht. Finde ich nicht so blöd. Ist dunkle Magie mächtig? Mächtig, ja. Das kann sie sein. Aber gefährlich. Wenn der Dachs seinen eigenen Schwanz kaut, gibt es bald keinen Dachs mehr. Du magst diese Metapher sehr, nicht wahr? Sie hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Nein. Verrückt. Wo kann ich etwas dunkle Magie herbekommen? Dunkle Magie ist nicht dein Weg, Guybrush Threepwood. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Deine Ziele und die Ziele von LeChuck sind wie immer deckungsgleich. Aber seine Absichten sind noch dunkler. Er würde das Geheimnis benutzen, um schreckliche Dinge zu tun. Dunkler? Was soll das denn bedeuten? LeChuck darf das Geheimnis nicht bekommen. Da gibt es keinen Zweifel. Ja, da sind wir uns wohl einig. Ist das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Das ist schon fast zu einem Running Gag zwischen uns geworden. Aber es ist unangenehm, so wie wenn dein Glas leer ist, du aber immer wieder versuchst, es auszutrinken. Er lautet Corina. Oh, okay. Corina. Schön. Irgendwie war es spannender, bevor ich das wusste. Das trifft auf viele Dinge zu. Ist das vielleicht ein Vorahnungsansatz?
Werde ich Erfolg haben? Eine Errungenschaft hängt vor allem von der Definition des Begriffs ab. Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? Aktientipps oder so? Nein. Ich glaube, dass die Musiklautstärke etwas zu laut ist und ich würde die Sprachlautstärke mal noch etwas hoch drehen. Es ist schön, dass man das hier auch über die 100% machen kann. So. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles. Ich war schon immer von deinem Stuhl beeindruckt. Danke. Das ist ein hübsches Symbol. Was bedeutet das? Da waren früher magische Verkleidungen drin. Aber leider sind sie alle weg. Schade, dass sie ausverkauft sind. Eine magische Verkleidung scheint wirklich nützlich zu sein. Im Museum gibt es noch die berühmte Augenklappe von John Laney. Ich bin mir sicher, dass die Magie inzwischen nachgelassen hat. Aber ich glaube, ich kann ihre Fähigkeiten wiederherstellen. Aha. Das scheint ein nicht unbedeutender Hinweis zu sein. Ein leerer Korb. Ich hätte schon letzten Monat hierher kommen sollen. Verpackst du auch Geschenke? Wir haben kein Geschenkpapier mehr. Es sei denn, du möchtest es in die Haut einer Eidechse einwickeln. Nein, danke. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Ich wusste nicht, dass das ein Voodoo-Ding ist. Das sind sie nicht. Aber die Touristen mögen sie. Nicht sehr praktisch. Da steht, alles muss raus, aber mit Zahlen. Nicht für mich. Alles ist zu einer Pfütze ausgelaufen. Ein Kristall? Das ist nicht diese Art von Spiel. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange? Was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Stehen die Vorhänge auch zum Verkauf? Alles muss raus. Sie würden ein tolles Kleid abgeben. Es ist ein ungewöhnlicher Tresor mit 5 Schlüssellöchern. Der Tresor steht leider nicht zum Verkauf. Er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Okay. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Spitz? Es ist ein nicht magisches Zeremonialmesser. In der Tat sehr scharf. Oh, ich hätte gern dieses Messer. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich benötige deine mündliche Zustimmung zu einer Haftungsfreistellung. Okay. Dieses Produkt darf nicht für die Begehung von Straftaten verwendet werden, einschließlich Vandalismus, Gefängnisausbruch und Diebstahl alter, unschätzbarer Artefakte. Kein Problem. Sich selbst oder andere Personen zu bedrohen, zu verängstigen, zu erstechen, zu rasieren oder zu manikürieren, liegt ebenfalls außerhalb des Rahmens der zulässigen Nutzung. Oh, okay, schätze ich. Das Produkt ist nicht zum Werfen geeignet. Das Werfen des Produkts verstößt gegen diese Bedingungen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schnitzen, schnibbeln, jonglieren und alle Tricks, bei denen das Produkt gestapelt oder ausbalanciert wird, können schwere Verletzungen verursachen und sollten nicht von Personen ohne Lizenz durchgeführt werden. Aha. Die Verwendung mit Brot, Brotbelägen, Bettbezügen oder Fäden kann das Produkt beschädigen. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden. Das Produkt ist scharf und sollte nicht in einer Tasche, einem Mantel, einem Gürtel, einem Hutband, einer Handtasche, einem Schulterholster oder einer Scheide getragen werden. Halten Sie das Produkt stets von Kindern, Haustieren, alten oder gebrechlichen Menschen, Clowns, Piraten und Erwachsenen fern und schließen Sie es nach Möglichkeit in einem Tresor ein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts. Durch die mündliche Zustimmung zu diesen Bedingungen übernimmt der Käufer hiermit jegliche Haftung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem und allen möglichen und unmöglichen Universen. Oh, ist das der Moment, in dem ich Ja sage? Ja. Ja, gibt es irgendetwas, was ich damit tun darf? Ich bin nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da sie zu einem Haftungsproblem führen könnte. Also haben wir ein Messer, mit dem wir nichts machen dürfen. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Vergebungsfrosch. Wenn keine Entschuldigung ausreicht, verschenke den Vergebungsfrosch. Es ist wie eine Karte, nur viel besser, denn es ist ein Frosch. Davon habe ich noch nie gehört.
Bist du sicher, dass das echter Voodoo ist? Kein Kommentar. Es funktioniert. Vertrau mir. Okay. Dann nehmen wir den, oder? Ich nehme diesen Vergebungsfrosch. Er kann jemandem helfen, auch sehr alte Verfehlungen zu vergeben. Ja, ja. So, haben wir jetzt alles abgeklickt, was hier uns zur Verfügung stand? Jemand ist sehr aufgeregt, wenn ich dieses Schild ansehe. Sieht aus, als stünde sie schon immer da. Du machst das super, Kumpel. Wenn ich das nächste Mal an einem Trommelkreis teilnehme, wären die sehr nützlich. Alle meine Waren sind von oberster Qualität. Kannst du nicht wenigstens warten, bis ich sage, was ich denke? Das ist unheimlich. Okay. Ich nehme diesen ekelhaften Schrumpfkopf. Das ist mein letzter. Ein echtes Schnäppchen. So, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mit dem Schrumpfkopf gemacht habe oder ob ich den beim letzten Mal gekauft habe. Ich nehme an, musste ich ja. Okay, da haben wir, glaube ich, hier alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Und offensichtlich haben wir hier auch mit dem Tresor noch was zu schaffen. Können wir mal in die To-Do-Liste schauen. Nein, noch immer müssen wir einen Mob besorgen. Genau, dann haben wir noch andere interessante Dinge gesammelt. So. Ein Blick auf die Uhr bzw. auf den Timer im Chat verrät uns, dass wir schon wieder bei 45 Minuten angekommen sind. Beziehungsweise nicht genau, sogar 40. Aber das bedeutet, wir machen an dieser Stelle wieder ein kleines Päuschen und dann geht es weiter mit der nächsten Folge in Monkey Island, Return to Monkey Island. Und und wir hoffen, dann noch mehr zu erfahren und vor allen Dingen rauszukriegen, wo zum Geier wir einen Mob herkriegen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!